Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Einreisesperre für abgelehnte Asylbewerber offenbar weitgehend überflüssig. Laut Funke Mediengruppe wurden seit der Verfügung von Innenminister Seehofer im Juni erst 3 Menschen auf deren Grundlage an der deutschen Grenze abgewiesen. Weitere 86 Asylbewerber wurden auf der Basis des bereits zuvor gültigen Rechts an der Einreise gehindert. US-Präsident Trump unzufrieden mit saudischen Erklärungen im Fall Khashoggi. Offenbar wurden US-Ermittler in die Türkei entsandt. Rätsel gibt ein Video auf, das möglicherweise einen Doppelgänger des getöteten saudischen Journalisten zeigt. Dies könnte für eine versuchte Vertuschung sprechen. EU-Kommission erörtert weiteren Umgang mit Italien. Theoretisch könnte Brüssel den Etatplan der Regierung in Rom ablehnen. Das wäre allerdings ein bislang einmaliger Schritt. Die italienische Regierung will das Staatsdefizit im kommenden Jahr trotz massiver Schulden weiter erhöhen. Erstmals Mikroplastik in menschlichem Darm nachgewiesen. Österreichische Forscher haben Stuhlproben von 8 Probanden aus aller Welt untersucht. In allen fanden sich winzige Plastikpartikel. Mikroplastik verschmutzt zunehmend die Umwelt, vor allem die Meere. Hurricane Villa nimmt Kurs auf Mexiko. Die dortigen Behörden haben Bewohner der Pazifikküste aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Wirbelsturm wurde auf Kategorie 5 hochgestuft. Meteorologen warnen vor schweren Sturmschäden und Überflutungen. Das Wetter im Norden und Nordosten, viele Wolken mit Regen, die sich bis zur Mitte hin ausbreiten, dabei sehr windig, im Südwesten weiterhin trocken, 7 bis 16 Grad.